Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze mit der Sendung am Montag. Ja, was hatten wir denn so alles gehabt in der letzten Woche? Auf jeden Fall am Samstag erstmal, wie es der ein oder andere mitbekommen hat, eine Demo in Borgheide. Das passiert ja nun nicht so oft, dass in Borgheide demonstriert wird, aber hier waren gelbe und orangene Westen unterwegs gewesen mit Fahrrädern und Trillerpfeifen und dergleichen mehr. Und gegen was haben sie demonstriert? Genau, gegen Windräder im Wald. Organisiert von Waldkleeblatt e.V. waren sie unterwegs, sogar RBB war hier, Matz war ein Artikel drin und natürlich waren auch wir dabei und haben für euch dieses Video hier. Bitteschön. Man will uns hier in Borgheide, einem Ort, der direkt in den Wald gebaut wurde, den Wald abholzen, um dort Windräder hinzustellen. Wir sind nicht gegen Windräder, aber wir sind dagegen, dass Bäume, und zwar in riesiger Anzahl, gefällt werden, um dort Windräder hinzustellen. Nichts vernichtet CO2 so gut wie Bäume. Und wenn es heißt, das ist ja nur ein Stangenwald, nämlich Kiefern, im Winter assimilieren die Laubbäume nicht, weil sie lokal sind. Und dann vernichten die Kiefern immer noch das CO2. Und deshalb ist uns das so wichtig, den Wald zu erhalten. Der gehört hier zu unserem Milieu, zu unserem Lebensumfeld. Und ganz viele Leute sind hierher gezogen, um im Grünen zu wohnen und nicht unter klappernden Windrädern, die uns dann nachts auch noch die Schlafzimmer ausleuchten. Vielen Dank, dass so viele gekommen sind. Wir haben gar nicht mit so vielen gerechnet. Und ich habe jetzt schon mal gehört, wir wollen es ja wiederholen. Und die meisten sind dafür. Also vielen Dank, Frau Zeitler. Na klar, man kann natürlich immer sagen, es können immer noch ein paar mehr Leute kommen. Aber ich denke mal, es ist eine ganz klasse Idee gewesen, sich hier zu treffen. Vielleicht können wir das wirklich ausbauen in allen drei Orten. Borgwalde, Borgheide und Fichtenwalde. Ja, das war die Demo. Wer da noch Interesse hat, sich weiter daran zu beteiligen, kann sich über waldkleeblatt.de über weitere Aktionen informieren. So, und auch am Sonntag war nicht Ausschlafen angesagt. Schon früh um 10 ging es weiter. Neujahrslauf von der Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und dem BSV 90 war angesagt. Bei Schmuddelwetter, graues Wetter war es gewesen, richtig klitschig. War nicht kalt, um die 5 Grad ging eigentlich. Aber gut, der Regen hat zwischenzeitlich aufgehört gehabt und es waren doch eine Menge Läufer unterwegs. So um die 70 Läufer, glaube ich, waren das. So genau weiß ich es nicht. Und die haben sich tatsächlich durch den aufgeweichten Wald gemacht und sind 6,6 und knapp über 10 Kilometer Strecke gelaufen und haben sich dann mit Glühwein, Bratwurst und anderen Leckereien am Sportheim des BSV 90 gütlich getan. Wie gesagt, gestartet wird vorne am Ende der Piste und Treffpunkt ist auf dem Sportplatz. Dort gibt es dann Glühwein, Bratwurst, Steaks, Wasser. Und Wasser. Und Wasser. Ich wünsche eine gute Runde. Wer Zweier laufen will, kann auch Zweier laufen. Wir freuen uns heute Sonntag hier den schönen Start zu machen. Wetter ist in einer halben Stunde besser. Stehen auch viele Streckenpfosten da. Die LRG hat uns da sehr unterstützt. Und so ging es nach einer kurzen Einweisung an den Start. Die Teilnehmer wussten, wo es lang geht. Ein herzliches Dankeschön nochmal an der Stelle für die Einsatzbereitschaft der DLRG-Ortsgruppe Borgheide, die hier sowohl die Streckenposten als auch die Sanitäterabsicherung sichergestellt haben. Und so konnte man nach einer knappen halben Stunde auch die ersten Läufer wieder im Ziel begrüßen. Ziel war der Sportverein am Haus des Sportvereins. Dort standen auch schon die heißen Getränke oder auch das ein oder andere Wasser oder auch der Glühwein bereit. Anne, Ute und Hartmut haben hier die Versorgung übernommen. Auch Dankeschön dafür. Und auch unser Fotograf, der Lutze, der darf da natürlich nicht fehlen und lässt es sich hier ganz kurz gut gehen, nachdem er wieder viele Fotos gemacht hat. Das Wetter, mehr brauchen wir nicht sagen. Kommt nachher im Wetter nochmal. Ja, das war es dann auch schon wieder am Sonntag gewesen.
Dann gibt es natürlich Informationen zum Beispiel von der Gemeinde Borgheide gleich selbst. Und zwar am 17.01. um 19 Uhr im Gemeindehaus gibt es eine Einladung zur Sitzung des Sozialausschusses. Es geht nämlich um den Paragraph 18, der da besagt, dass die Kommunen in Brandenburg verpflichtet sind, Kinder und Jugendliche in allen sie berührenden Gemeindeangelegenheiten zu beteiligen. Das heißt, zu dieser Veranstaltung sind natürlich auch die Kinder, Jugendlichen und natürlich auch Erwachsene eingeladen, sich zu informieren. Es kommt nämlich ein Herr Florian Görner, der wurde dort eingeladen. Er ist der externe Koordinator der Koordinierungs- und Fachstelle lokaler Aktionsplan Hoher Fleming, LAP, mein Gott, muss man sich immer so eine schwierige Bezeichnung dafür ausdenken. Ja, jedenfalls könnt ihr euch da informieren. Es wird der Herr Görner wird über das Thema sprechen und der Gemeinde Werkzeug zur Umsetzung in unserer Gemeinde in die Hand geben. Und natürlich ist auch unser Jugendkoordinator, Streetworker Stefan Güthoff anwesend. Also wer da Interesse hat, kann dort am 17.01. um 19 Uhr einfach mal vorbeigehen. So, auch nicht vergessen möchte ich natürlich darüber zu informieren, dass der Borgheider Kunst- und Kulturpreis wieder in die nächste Runde geht. Die Bewerbungsphase hat begonnen. Neben besonderer Kulturarbeit werden vor allem auch Arbeiten in allen möglichen Arten der Kunst, wie Malen, Bildhauen, Töpfern, Fotografieren, Kurzfilme, Textile, Gestaltung, Musik und Gesang und Literatur gewürdigt. Vorschläge für den Kunstpreis können bis zum 31. März formlos, aber schriftlich mit Begründung beim Bürgermeister der Gemeinde Borgheide oder dem Amtsdirektor eingereicht werden. Die Jury besteht in diesem Jahr noch einmal aus den Borgheider Bürgern Elisabeth Kessler, Astrid Herzog und Frank Seibecke. Sie wird Mitte des Jahres allerdings nach der Kommunalwahl neu berufen. Die Preisverleihung findet im Zuge der Feierlichkeiten der Maibaumaufstellung am 30. April 2019 statt. So. Dann gibt es noch eine Information, diesmal von der Gaststätte am Waldbad. Dort soll die beliebte Reihe Dart am Wochenende wieder aufgelegt werden. Startet am 19.01. ab 19 Uhr. Das Team freut sich schon auf die Pfeilsportler, die dort ihre Trophäen wieder einheimsen wollen. Es gibt wieder drei Pokale, dreimal denselben Pokal, also dreimal denselben Platz. Dann kann man sich den Pokal mit nach Hause nehmen. Also wer da Lust hat, findet sich am 19.01. ab 19 Uhr in der Gaststätte am Waldbad ein. So, jetzt bleibt nur noch das Wetter. Ja, lieber Matze, was sagst du? Gibt's Schnee oder nicht? Hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Kurz zum Wetter und man sollte es nicht glauben, ich habe heute Morgen kurz die Sonne gesehen. Bei dem Wind hat es die Wolken weggetrieben, aber das ist auch ein ganz kurzes Phänomen. Der Wind wird uns die Woche noch ein wenig beherrschen. Die Temperaturen werden in dieser Woche um die 3 bis 8 Grad liegen. Der nächste, ich will es nicht sagen Kälteeinbruch, ein bisschen kälter wird es am Wochenende. Da kann es schon mal Nachtfröste geben bei minus 1 bis minus 2. Ein bisschen Regen wird uns die Woche noch begleiten. Aber ansonsten ist es nichts, was ich Winter nennen könnte. Der Winter spielt sich ganz allein in den Alpen ab. Soweit. Tschüss. Ja, Matze macht uns keine Hoffnung für Schnee. Da müssen wir wohl doch Richtung Österreich oder Bayern fahren, denn in drei Wochen sind Winterferien und zwar ab 4.2. fangen die Winterferien an. Wir werden sehen, wie es dann da unten aussieht. Momentan soll es ja nicht so berühmt sein. Zu viel Schnee ist halt auch nicht gut. Jo, das war es dann wieder heute hier am Montag von Borgheide News TV. Wie immer, euer Lutze. Wir sehen uns wieder nächsten Montag. Und tschüss!